Ich werde von der Ökonomie her argumentieren und das von einem marxistischen Ökonomieverständnis ausgehend. Und werde dabei dann, um mit Ulrichs letztem Punkt anzufangen, auch deutlich machen, dass es keine Feldversuche und keine Pilotprojekte für ein Grundeinkommen geben kann, weil ein Grundeinkommen ein Recht ist, damit eine gesellschaftliche Option und nie eine individuelle. Individuelle Optionen sind mitten im Kapitalismus, mitten in der Erwerbsarbeit, alle da. Und genau darin besteht ein Problem. Um das erläutern zu können, ist es notwendig, einen ganz kurzen Blick. Insgesamt wird die politische Ökonomie in diesem Vortrag mehrfach zur Sprache kommen und immer zu kurz kommen. Da ist es notwendig, einen ganz kurzen Blick darauf zu werfen, wie funktioniert denn im Kapitalismus eigentlich Ökonomie? Wie funktioniert es im Kapitalismus, dass überhaupt Güter und Dienstleistungen da sind? In der traditionellen, mehr subsistenzorientierten Ökonomie funktionierte das so, dass man die Dinge selber gemacht hat. Was man nicht selber konnte und wusste, der Nachbar kann's, hat man mit dem getauscht. Das war relativ eng an die eigenen Bedürfnisse und Ressourcen gebunden. Produziert wurde das, wovon man wusste, die Leute brauchen es. Im Kapitalismus produziert niemand Hosen oder Lebensmittel oder Panzer, weil er besonders gerne jeden Tag sich anders anzieht oder weil er Hunger hat oder weil er andere erschießen will, sondern aus dem ausschließlichen Grund, dass er glaubt, wenn ich die Dinge produzieren lasse von meinen Beschäftigten, dann kann ich die verkaufen auf dem Markt und hinterher habe ich mehr Geld, als ich vorher in diesen Prozess hineingesteckt habe. Das ist das einzige Motiv, warum im Kapitalismus produziert wird. Dass es überhaupt Güter und Dienstleistungen gibt, hat ausschließlich damit zu tun, dass Menschen damit ein Geschäft machen wollen. Und das kann schiefgehen. Das kann man falsch einschätzen. Die Einschätzung, ich kann da ein Geschäft mitmachen, hängt ja immer davon ab, wenn ich die Dinge in einer bestimmten Menge und Qualität produzieren lasse, dann gibt es hinterher Leute, die sie in dieser Menge und Qualität auch kaufen wollen und bezahlen können. Und das kann ich falsch einschätzen. Das passiert immer wieder, dass das falsch eingeschätzt wird. Das ist das kapitalistische Unternehmensrisiko. Und heute haben wir eine Entwicklung, seit einigen Jahrzehnten schon, in denen dieses Unternehmerrisiko auf die Arbeitenden verlagert wird. Die Arbeitenden werden in einer ganzen Reihe von modernen Beschäftigungsverhältnisse muss in Anführungszeichen stehen, weil es eigentlich keine Beschäftigungsverhältnisse im eigentlichen Sinne mehr sind. Arbeitende werden heute in Arbeitsverhältnisse, in Arbeitsbedingungen gebracht, in denen sie selber zwar in einer Reihe von Punkten frei entscheiden können, aber letztlich Unternehmensentscheidungen treffen. Ihr habt das alles schon gesehen, wenn ihr im Supermarkt einkauft und dort jemand steht und guckt, wie viele Vorräte noch im Drogerieregal sind. Das sind schon seit 25 Jahren selbstständige Menschen. Die gehören nicht zu dem Konzern, wo ihr gerade im Supermarkt seid, sondern die werden dafür bezahlt, dass sie diesen Supermarkt mit Drogerieartikeln bevorraten und den Nachbar auch und die Konkurrenten auch. Und wenn die das falsch einschätzen, dann haben sie das Problem und nicht mehr das Unternehmen Rewe, Rossmann oder wer auch immer. Das ist schon seit 25 Jahren selbstverständlich. Wir haben heute eine Zunahme von Arbeitsverhältnissen, längst schon angekommen, auch in der wissenschaftlichen, ökonomischen, politischen Literatur, in der sozialwissenschaftlichen Literatur, wo Tätigkeiten immer stärker zu sogenannten Selbstständigkeiten verlagert werden. Wir haben in Deutschland Gesetze, die Scheinselbstständigkeiten verbieten. Das funktioniert in der Praxis relativ schlecht, wo aber zum Beispiel verboten ist, dass Leute als Selbstständige geführt werden, die durchgängig fast immer nur einen Auftraggeber haben. Wir haben Arbeitsverhältnisse auf der Ebene Honorarverträge, Werkverträge, Praktikumsverträge, wo vollgültige Tätigkeiten getan werden, wo nicht irgendwie was gelernt oder eine Hilfe zugearbeitet wird für ein einzelnes Projekt, sondern wo systematisch ins Unternehmen eingeplante Tätigkeiten eben in Honorarpraktikums-, Werkvertragstätigkeiten erledigt werden. Wir haben es auch auf der Zahlenebene. Wir haben in Deutschland
in den letzten zwei Jahren wieder eine steigende Zahl an Arbeitsverhältnissen, an beschäftigten Leuten im formalen Sinne. Im formalen Sinne gelten ja als beschäftigt alle, die eine Arbeit haben, einschließlich der Selbstständigen. Das Arbeitsvolumen, also die Zahl der Stunden, die gearbeitet werden, ist nicht gewachsen, sondern nur auf mehr Leute verteilt worden. Und die einzige Gruppe von Tätigen, die dort tatsächlich quantitativ ernsthaft gewachsen ist, sind die Selbstständigen. Weder die in unselbstständiger Arbeit, noch in Ausbildung, noch in anderen Arbeitsverhältnissen. Das ist inzwischen in der Literatur angekommen. Wir haben im Rahmen des Instituts für Solidarische Moderne vor vier Jahren, zwei Jahre lang, also bis vor zwei Jahren, ein Projekt genau zu diesen modernen Arbeitsverhältnissen gehabt, wo Menschen aus sehr, sehr unterschiedlichen Zusammenhängen, Wissenschaftler, politische Praktiker, Grenzgänger zwischen beidem, ein Supervisionsteam aus Gewerkschaften, aus formeller Arbeits- und Sozialwissenschaft, aus der politischen Praxis, Aktivistinnen, Aktivisten, in diesem Sinne auch ich, daran beteiligt waren, insgesamt etwa drei Dutzend Menschen, die dieses Projekt über zwei Jahre gemacht haben, als interdisziplinäres Forschungsprojekt, und haben dort sehr, sehr unterschiedliche, widersprüchliche Positionen zum Thema Grundeinkommen gehabt, also extrem widersprüchlich, waren aber im Laufe dieses Projekts uns immer stärker einig darüber, dass diese Form von modernen Arbeitsverhältnissen, gerade auf der Ebene Selbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit, dass diese Form von modernen Arbeitsverhältnissen ein Problem für jede Lösung der sozialen Frage, der sozialen Sicherheit darstellen, sofern sie an Arbeitsbedingungen und Arbeitsverhältnisse gebunden sein soll. Das kennen wir bisher so. Was in der Literatur noch nicht angekommen ist, ist ein ganz modernes Phänomen, ein relativ neues Phänomen. Das wurde erstmals öffentlich richtig sichtbar vor ein paar Jahren, als Emerson in seiner Produktpalette, die sie verkaufen, CDs aufgenommen haben. Die haben damals eine Internetplattform eingerichtet, in der sie Internetnutzerinnen suchen, die gegen Bezahlung diese Online-Einträge für die CDs überprüfen, ob die richtig sind, ob da die richtigen Nummern stehen, ob da die richtigen Preise stehen und sowas. Dafür haben die eine eigene Plattform eingerichtet, Mechanical Turk, heißt, wie man das auf Deutsch auch erwartet, also der mechanische Türke. Das ist interessant, weil es gab vor 200 Jahren, Walter Benjamin bezieht sich darauf in einem seiner letzten Texte, es gab vor 200 Jahren einen sogenannten Schachtürken. Da hat eine Maschine gegen Schachspitzenspieler gespielt und hat gewonnen. Und hat immer wieder gewonnen. Und das war so ein aufwendiges Phänomen, diese Maschine, dass die nicht merken, dass da drunter ein kleingewachsener Mensch sitzt, der hervorragend Schach spielen kann. Und der hieß dann Schachtürke. Benjamin bezieht sich so auf ihn, dass er sagt, immer wenn die Wissenschaft etwas auf der oberen Oberfläche produziert und sichtbar macht, sitzt da eigentlich so ein Zwerg dahinter, der der Wissenschaft die Hand führt, der das Ganze besser versteht, und den muss man suchen und den muss man kennenlernen, den muss man erkennen. Insofern hat Emerson da mit seinem Namen für diese Plattform, Mechanical Turk, auch eine imposante freudsche Fehlleistung vollbracht, indem sie etwas sichtbar machen, was sie eigentlich verbergen wollen. Auf dieser Plattform sind inzwischen 500.000 Menschen fest registriert, die dort Fehler in kurzen Texten suchen, Produktbeschreibungen für Verkaufsplattformen aufsetzen, Teilnahme an Umfragen erfassen, Kategorisierung von Daten jeder Art machen. Und dies für Beträge beispielsweise ist ein Bild jugendfrei oder nicht, das muss beurteilt werden, dafür kriegst du 2 Cent. Und wenn du etwa die 10-minütige Umfrage durchführst am Telefon bei irgendwelchen Leuten, dafür kriegst du 50 Cent. Die besten Klickarbeiter, so nennt man das, weil die eben klicken, die besten Klickarbeiter kommen in den USA auf Stundenlöhne von bis zu $5. Das sind aber die mit Abstand besten. In Deutschland gibt es mindestens 40 solcher Plattformen. Die größte, Clickworker, hat etwa 700.000 Kunden. Das ist uns allen ganz wenig bekannt, ist aber eine sehr wichtige neue Entwicklung. Denn die Menschen, die das machen, machen das nur zum kleineren Teil, weil sie damit Geld verdienen wollen. So nebenher, klar, verdient man auch ein paar Cent damit. Aber im Prinzip machen die das, wie ich gelegentlich mal ein Straits-Rätsel zwischendurch löse, wenn ich keine Lust mehr habe,
an meinem Text zu arbeiten, dann rufe ich mir eine bestimmte Website auf und brauche 10 Minuten, um so ein Ding zu machen und bin wieder entspannt und kann weitermachen. Es wird hier Arbeit hinter Tätigkeit versteckt. Arbeit im kapitalistischen Sinne, im wertschaffenden Sinne, im Sinne der Unternehmensprofite wird tatsächlich geleistet und der Mensch, der sie tut, hat das Gefühl, er nimmt jetzt mal eine kurze Auszeit. Arbeitszeit wird zu freier Zeit. Die Arbeitszeit ist, dass ich meinen Text schreiben muss und zwischendurch nehme ich mir 10 Minuten frei für mein Rätsel und der nimmt sich 10 Minuten frei für eine Umfrage. Das heißt, diese Form von Beschäftigungen, die führen letztlich zu erheblich weniger Einkommen, sie führen zu weniger Freizeit, sie führen zu weniger sozialer Sicherheit und werden trotzdem gemacht, werden zum Teil als Zugewinn an Freiheit verstanden, weil nämlich diese Arbeiten abwechslungsreich sind, weil sie freie Zeitgestaltung ermöglichen. Nicht zufällig nennt Amazon das, was sie auf Mechanical Turk machen, Artificial Intelligence. Also künstliche Intelligenz. Sie tun nur so, als sei es künstliche Intelligenz, als sei es der Computer, der die Probleme löst. In Wirklichkeit löst der Mensch die Probleme, die der Computer noch nicht lösen kann und empfindet das als Abwechslung. Ich sagte schon, auf dieser Basis ist eine stabile soziale Sicherheit für die gesamte Gesellschaft nicht möglich. Es geht aber nicht nur darum, dass man an diese Arbeitsverhältnisse, weil sie so unregelmäßig sind und so unerkennbar sind, weil sie sich doppelt verstecken hinter diesem Artificial. Es geht nicht nur darum, dass man an diese Arbeitsverhältnisse keine systematische soziale Sicherheit binden kann, sondern es geht auch darum, dass mit solchen Arbeitsverhältnissen systematisch Vergesellschaftung misslingt. Es entsteht darüber nicht mehr Gesellschaft. Gesellschaft war ja in der fordistischen Phase, also im traditionellen Sozialstaat, genau daran gebunden, dass die Stellung der Menschen in der Gesellschaft identisch war mit ihrer Stellung in der Erwerbsarbeit. In der Erwerbsarbeit standen die sozialen Ansprüche, in der Erwerbsarbeit entstand das Einkommen, das man noch für die Freizeit brauchte, in der Erwerbsarbeit entstand das soziale Image. Und wer keine eigene Erwerbsarbeit hatte, die Frauen vom Ernährer-Ehemann, die waren dann darauf angewiesen, dass ihr Image und ihre sozialen Ansprüche von ihrem Mann abfärben mussten. Diese Form von Vergesellschaftung war immer schon eine hochproblematische und eine, die von entsprechender politischer Seite kritisiert worden ist. Aber damit, dass diese Form von Arbeitsverhältnissen zerstört werden, die traditionellen fordistischen Arbeitsverhältnisse, die dir einen Platz in der Gesellschaft gaben, damit, dass die zerstört werden, verschwindet auch dein Platz in der Gesellschaft. Und viele befinden sich in Situationen, die dann diese Klickarbeit nicht als Zugewinn von Freiheit verstehen, befinden sich in Situationen, wo sie sich wünschten, sie wären wieder in diesen traditionellen Arbeitsverhältnissen, die ihnen einen Platz in der Gesellschaft geben und wo sie sich die Stechuhr im Betrieb zurückwünschen, du hast es in der Tendenz angedeut, weil dann ist nämlich um 3:45 Feierabend und du kannst nach Hause gehen. Also die gesamte Vergesellschaftung misslingt. Es hört auf, dass du einen Mechanismus hast, der jedem und jeder einen Platz in der Gesellschaft zuweist und sei ja noch so mies, aber immerhin ein Platz. Erstens. Zweitens entstehen mit dieser Form von Arbeitsverhältnissen völlige zeitliche Entgrenzungen. Und diese völligen zeitlichen Entgrenzungen machen etwas, über das man sich sehr genau Rechenschaft geben muss. Sie ermöglichen es, die individuelle Produktivität und die individuelle Kreativität für den kapitalistischen Unternehmenszweck zu nutzen. Das war beim Bandarbeiter nie der Fall. Den Bandarbeiter konntest du zwingen, ein bisschen schneller zu arbeiten, wenn du dem das irgendwie eingeredet kriegtest. Bis zu der Grenze, wo dann die Produktion nicht mehr klappte. Und dann war's rum. Mehr an Produktivität konntest du dem nicht abbringen. Diesen modernen, neuen Arbeitsverhältnissen in den Werkverträgen, in der Klickarbeit, überall, denen ringst du ihre gesamte Kreativität ab.
Die liefern dir alles ab, was sie können, weil sie in dieser Konkurrenz um das bisschen an Aufträgen, was es da gibt, auf die Aufträge angewiesen sind und weil sie zum Teil das, was sie da tun, als eigene Freizeitgestaltung wahrnehmen und als das, was sie wollen. Es wird also die individuelle Kreativität im Kapitalismus kollektiv nutzbar für den kapitalistischen Unternehmenszweck. Das heißt, in der Schlussfolgerung, wir kriegen eine immer schnellere, eine immer mehr und eine immer produktivere Produktion. Die Produktivität wird heute weniger über technische Neuerungen als über die Ausnutzung der subjektiven Bereitschaft, ihre Kreativität abzuliefern, der Individuen gesteigert. Da gibt es Untersuchungen darüber, die das zeigen. Und das heißt, es gibt einen immer größeren Stoff- und Energieverbrauch, weil eben immer schneller, immer mehr, immer produktiver produziert wird. An dieser Stelle zeigt sich, dass gesellschaftliche Lösungen her müssen, um dieses Problem zu lösen. Nicht die Ebene, dass jeder entscheiden kann, wie viel oder wie wenig er tut. Alleine reicht aus. Die ist notwendig, weil sie tatsächlich eine Menge an Konkurrenz rausnehmen würde, habe ich zu dem, was Kati und Ulrich gesagt haben, nichts hinzuzufügen. Sondern entscheidend ist, eine Lösung zu finden, in der alle soziale Sicherheit haben, eine Lösung zu finden, in der alle die Möglichkeit haben, sich an gesellschaftlichen Entscheidungen zu beteiligen, dies aber zu verbinden, das stimmt, was Ulrich gesagt hat, dies muss aber verbunden werden mit gesellschaftlichen Institutionen, die diese Beteiligung letztlich auch einfordern. Das ist das, was Kati die Zeitinstitution genannt hat. Die Zeitinstitution ist nicht nur der Sonntag. Die Zeitinstitution ist auch die Debatte, wollen wir aus öffentlichen Geldern für die Benutzerinnen und Benutzer kostenlos die gesamte Mobilität zur Verfügung stellen, außer dem Flugzeug, vom Taxi bis zum Fernzug. Und das wird aus der gesellschaftlichen Kasse bezahlt und nicht mehr individuell. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Das ist eine Zeitinstitution. Wollen wir ein Gesundheitssystem, das Menschen umfassend versorgt? Wollen wir ein Bildungssystem vom ersten Tag des Lebens bis zum Tod an? Das sind Zeitinstitutionen. Da müssen wir gesellschaftlich drüber diskutieren, da müssen wir gesellschaftliche Entscheidungen drüber herbeiführen. Und auf dieser Ebene haben Grundeinkommen und Degrowth miteinander zu tun. Vielen Dank.